wie bist du dazu gekommen, dich an diesen Aktionen zu beteiligen? Ja, es fing an damit, dass Julian Assange auf WikiLeaks die Geheimbotschaften der US-Diplomaten veröffentlichte, die sogenannten Cables. Und die Staaten, unter anderem die USA, versuchen diese Informationen zu unterdrücken. Und das ist gegen auch meine persönlichen Prinzipien. Ich bin für Informationsfreiheit und sehe es deshalb als Bedürfnis für mich persönlich und auch insgesamt Anonymous dagegen anzukämpfen und für Informationsfreiheit zu kämpfen. Und was war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich was tun? Also der Vorwurf der Vergewaltigung, der gegen Julian Assange vorliegt in Schweden, ist für mich ein relativ klares Zeichen dafür, dass es wird ein Grund gesucht, dafür Julian Assange sozusagen festzunehmen. Und das war für mich persönlich der Punkt. Ich habe zwar auch schon vorher was gemacht, aber das war für mich so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Woran haben Sie sich konkret denn beteiligt? Es waren ja verschiedene Attacken, also zum Beispiel auf Mastercard. Und da gibt es ja dieses Programm, was entwickelt wurde, Low Orbit Ion Cannon. Das ist ein Programm, wo man den Zielserver einträgt und dann die Attacke auf den Server losgeht, automatisch. War diese ganze Aktion, dann diese verschiedenen Attacken auf die Seiten von verschiedenen Unternehmen, war das denn erfolgreich? Ja, es war erfolgreich. Seiten wie Mastercard und Visa waren nicht mehr erreichbar für mehrere Stunden. Und damit wurde ein Zeichen gesetzt und damit wurde das Ziel im Prinzip erreicht. Was ist denn der Gedanke dahinter? Warum machen Sie denn das? Naja, es war ja so, dass WikiLeaks die Unterstützung von PayPal, Mastercard und Visa nicht mehr hatte. Der Geldfluss wurde eingeschränkt, die Konten wurden geschlossen aus fadenscheinigen Gründen. Und das ist einfach eine Unterdrückung der Informationsfreiheit, weil im Endeffekt ist WikiLeaks nichts Illegales. Julian Assange hat nichts Illegales damit gemacht und ich finde, das ist ein unterstützenswertes Ziel und dadurch ist das Bedürfnis da einfach dagegen zu kämpfen. Jetzt richtet das ja auch Schaden an. Warum sind denn solche Attacken in Ihren Augen dann trotzdem gerechtfertigt? Ja, also wie gesagt, wir wollten ein Zeichen setzen. Die Störungen waren ja nicht für mehrere Tage oder mehrere Wochen, sondern nur für einige Stunden und auch vielleicht mal einen Tag, aber nicht besonders schlimm. Zudem sind wir sind keine Organisation, die irgendwie Gutes verbreitet, also wir sind kein Wohlfahrtsverein, sondern wir sehen einen Missstand, wir finden, dass da etwas nicht in Ordnung ist und dann versuchen wir eben mit Attacken diesen Zustand zu verändern. Und wir sehen uns nicht in der Verantwortung, dass es allen gut geht. Also das ist auch einfach nicht möglich. Man kann es nicht jedem recht machen. Was nutzen denn solche Angriffe? Es entsteht ein finanzieller Schaden für die Unternehmen, die angegriffen wurden. Es wird Aufsehen erregt in der Presse, deswegen sitze ich hier. Und das sind Ziele, die sich manche Anonymous-Leute zum Ziel gesetzt haben. Ja, die haben wir erreicht. Aber sprechen jetzt nicht alle nur noch über die Attacken und nicht mehr eigentlich über WikiLeaks? Nein, also wenn man auf die großen Nachrichtenseiten geht und mal in die Medien guckt, dann wird viel über WikiLeaks geredet, viel über die Geheimdokumente der US-Botschafter und das ist schon, da wird sehr viel drüber geredet. Aber ist dann nicht irgendwie die Gefahr, dass irgendwann nur noch zählt, nicht wer hat die besseren Argumente, sondern wer hat die bessere Technik, wer schießt zuerst? Ja, das ist sicherlich ein Punkt, aber Anonymous ist eine bewegliche Masse. Jeder kann mitmachen, wann er will und dementsprechend wird es nie ein richtiges Kräftemessen geben, weil es fällt immer wieder einer weg oder es kommen neue dazu und vielleicht gewinnt irgendwann der Stärkere, aber im Endeffekt wollen wir Zeichen setzen. Also es wird immer von einem blauen Auge geredet, was wir den großen Konzernen verpasst haben. Und wir werden ihn nicht jetzt irgendwie herauslöschen können. Wir werden es nicht schaffen, dass Mastercard aufgelöst wird. Das ist auch gar nicht das Ziel. Kann das denn eskalieren, das Ganze? Ich wüsste eigentlich nicht, wie. Also es könnte höchstens sein, dass Mitglieder von Anonymous verhaftet werden. Das ist ja auch schon passiert. Zwei Holländer, wenn ich mich nicht irre. Das könnte sein, das wäre natürlich... Ist natürlich schlecht, wenn es da zu Massenverhaftungen käme, aber dass es jetzt zu physischen Angriffen oder so kommt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie wollen Sie weiter mit dem Instrument umgehen? Wie wollen Sie das weiter einsetzen? Naja, die Aktionen von Anonymous werden ja auch mit Robin Hood verglichen. Also wir sind sozusagen der
moderne Robin Hood. Wenn er heute leben würde, wäre er Anon. Ja, wir nutzen die Macht des Internets. Wir finden, dass das Internet ein liberaler Ort sein sollte, wo jeder machen kann, was er möchte, sozusagen. Und keine Firma und kein Staat sollte da Regelungen machen und Dinge verbieten und so. Und das ist eigentlich, also wir haben keinen direkten Plan, sondern wir versuchen einfach Zeichen zu setzen und einfach, dass wir dagegen ankämpfen, dass Informationen unterdrückt werden und einfach Freiheit im Internet. Das ist unser Ziel. Jetzt habe ich gelesen, soll es ja so ein bisschen Strategiewechsel geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Warum? Den Organisationen wurde ein blaues Auge verpasst und damit ist das Zeichen gesetzt, das Ziel erreicht. Und jetzt ist Operation Leak Spin, wird jetzt gemacht und damit werden die wichtigsten Informationen aus den WikiLeaks-Dateien werden in massentauglicher Form verbreitet. Also es werden kurze Videos auf YouTube veröffentlicht, in denen die wichtigsten Informationen sozusagen formgerecht präsentiert werden. Und ja, weil das jetzt einfach sinnvoller ist, weil die großen Konzerne werden auch die Sicherheitseinstellungen auch verbessern und irgendwann ist es dann auch einfach nur noch sinnlos, solche Cyberattacken durchzuführen. Das heißt, dieser Strategiewechsel, ist der einheitlich abgestimmt oder ist das so eine Entwicklung? Also es gibt wohl so einen harten Kern, der auch alles ein bisschen organisiert. Es gibt Abstimmungen, wo die Ziele bestimmt wurden, also Mastercard, Visa und so, da wurde dann bestimmt, wen greifen wir als nächstes an. Und dieser harte Kern hat sich jetzt von den Cyberattacken abgesetzt und dementsprechend ist es jetzt nur noch eine sehr unkoordinierte Masse, die Angriffe fortführt. Aber der harte Kern konzentriert sich jetzt auf andere Aktivitäten, Operation Leak Spin und ähnliches. Vielleicht zu Anonymous, wenn Sie nochmal erklären, was es eigentlich ist. Ja, Anonymous ist kein Verein, keine Partei, keine Gruppierung in dem Sinne. Es ist ein loses Internetkollektiv. Entstanden sind wir im Prinzip durch, also das größte Aufsehen hat erregt der Kampf gegen Scientology. Projekt Scientology war so, dass wir dann auch in die Öffentlichkeit kamen und in die Presse. Und ja, es wird gemerkt, dass viel damit erreicht werden kann, mit diesem Kollektiv, auch mit den Attacken im Internet. Und dann wird es eben ausgeweitet, auch auf andere Themen, nicht nur Scientology. Wie funktioniert denn das System so, das ist ja, wie gesagt, keine Partei, kein Verein mit einem Vorstand. Wie funktioniert das denn intern, die Organisation? Also es gibt schon durchaus auch einen harten Kern, der eben nicht die Richtung vorgibt, aber ein bisschen organisiert, weil ganz ohne Organisation kann man ja gar nicht. Und dann gibt es eben Foren und Internetseiten, wo organisiert wird, wo man sich koordiniert, wo man Termine macht und Uhrzeiten, Orte, alles aufschreibt. So funktioniert eigentlich die Koordination. Aber es gibt keinen Anführer oder keinen, der das alles jetzt bestimmt oder der sagen würde, wir machen das jetzt so und so und dann müssen alle folgen. Das gibt's nicht. Also es wird alles einfach so, jeder bestimmt es für sich selbst im Prinzip. Aber Lust hat hinzugehen oder nicht, und dementsprechend wird es entschieden. Welche Rolle spielen Sie da? Das tut eigentlich nicht viel zur Sache, weil ich bin auch nur ein weiterer Anon, der hier sitzt und ein Interview gibt. Wissen Sie denn eigentlich, dass das illegal ist? Viele Aktionen von Anonymous sind illegal, ja. Das ist bewusst und da machen wir auch keinen Hehl draus. Aber so ist es. Wie wichtig ist es Ihnen denn, wenn Sie solche Aktionen mitmachen, im Netz anonym zu bleiben? Ich habe gehört, dass das Programm, was jetzt dafür geschrieben wurde, die IP-Adressen ja übermittelt hat. Ja, die IP-Adressen werden übermittelt. Die Anonymität, allein schon dem Namen nach, steht natürlich an erster Stelle. Also das ist ganz wichtig. Es gibt da sicherlich auch Abstufungen. Manche sagen vielleicht, naja, ich gehe damit ein bisschen lax um. Aber jetzt für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass das anonym bleibt. Und dementsprechend habe ich mich auch bemüht, dass die IP verschleiert wird.